Heute wieder in Beuren am Fuße der Schwäbischen Alb bin ich wieder zu Gast bei Heidemende Kurz, weil Heidemende Kurz meine Sprechlehrerin ist und das Sprechen nie aufhört. Das Sprechen zu lernen ist lebenslange Kunst. Heide, was würdest du sagen? Aber natürlich, weil das Sprechen ist ja praktisch unsere Offenbarungsmöglichkeit der Welt. Und da die Offenbarung der Welt ja nie aufhört zu beschreiben, wird man immer am Sprechen üben. Ich bin froh, dass ich dich gefunden habe und dass du meine Lehrerin bist. Und bin heute jetzt, wir hatten drüber gesprochen, was nehmen wir uns vor? Und als ich gesagt habe, lass uns doch mal das Lied der Mignon anschauen. Ich würde dir gerne das vorsprechen und dass du was dazu sagst. Gut. Weil ich komme schon länger zu dir und am Anfang weiß ich noch, wie ich hier geschwitzt habe. Ich weiß nur nicht, wie ich heute schwitzen werde. Lied der Mignon. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen, im dunklen Laub die Goldorangen glühen, ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, die Myrte still und hoch der Lorbeer steht. Kennst du es wohl? Dahin will ich mit dir, o mein Geliebter, ziehen. Jawohl, also das hast du natürlich mal ganz schön gesprochen. Aber wenn man jetzt sich überlegt, der Goethe fragt ja etwas. Und er fragt etwas in der Position der Mignon, kennst du das Land? Da muss sozusagen die Frage dahinter sein, ja, kennst du das Land? Welches? Wo die Zitronen blühen. Also jetzt müsstest du versuchen, sozusagen, erst die Frage, das ist ja ganz richtig, aber es ist ja interessant, dass er, was hat er von der Vokalität? Kennst du das Land, wo alle Vokale, A, E, I, O. Hast du das schon bemerkt, ja? Das hast du schon gemerkt, genau. Und jetzt hat jeder Vokal sozusagen seine Aufgabe. Ja? Jetzt macht es nochmal so, ganz aus dem Vokalischen. Ganz vokalisch macht, ja? Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Jawohl. Und wenn die Hörer jetzt dabei wären, ist sofort ein anderer Punkt. Sofort eine andere Aufspannung. Hast du selbst bemerkt? Ich tat mir es leichter. Na gut, jetzt mach dir das nochmal. Und versuch mal wirklich ganz in dieses E. Kennst du das Land? Du, mein Partner, mein Du, ein Du. Und jetzt, wo die kleinen Zitronen blühen. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Ja, ganz schön. Aber das Blühen, denke mal, das merkst du auch. Blühen. Das ist, hier kauft man die Zitronen, aber da kann man sie sehen, so diese kleinen weißen Blüten. Blühen. Nochmal. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Sehr schön. Siehst du, und jetzt kommt es immer mehr so wie die Mignon. Das ist ein weibliches Wesen. Hm. Das wurde sozusagen von den Lippen strömt. Das ist lyrisch pur. Und das hast du so kapiert. Und jetzt wird die Form von den Konsonanten, das ist großartig. N, D, W. Also diese vier Laute, du weißt ja, L ist oben am Gaumen, N ist oben am Gaumen, T ist oben am Gaumen und D.
Und das wird sich jetzt dagegen gebaut. Ah. Kennst du? Und ist du, das wird sowas von ähnlich. Probier's. Also das heißt, im vokalischen Geschehen kommen die Konsonanten, ja. Und die bringen die Seele. Du. Ah. Ach, mein Schützling, du. Ja, genau. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Ja, und das Land ist ja groß. Das ist ja nicht so ein kleines Schlaubtum, sondern Land, da weißt du, Italien, der ganze Stiefel runter. Und das muss ich bringen. Ja. Kennst du Langmann? Das ist gut, das wird prima, super. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Ja, so. Siehst du, hast du jetzt gehört, ein totaler Unterschied, wie du es das erste Mal gemacht hast. Jetzt ist es plötzlich Seele, ja? Und vorher ist Begriff, wenn man sich vorstellt, naja, das Land und die Zitronen, aber das macht er laut, ja? Jetzt probier's nächste. Im dunklen Laub. Ja. Im dunklen Laub die Goldorangen glühen. Ja, versuch's nochmal erst in die Vokale. Im dunklen Laub die Gold. Vokal ohne Ende. Im dunklen Laub die Goldorangen blühen. Aha, ganz gut, aber diese Gold, stell dir vor, diese Pomeranze. Ja. Wo das, oh Gold, die muss erstmal gebaut werden. Mach mal nur Gold. Ja. Gold. Super, siehst du, und jetzt kommt das jeder, gell, das ist toll. Jetzt, du hast wirklich nicht eine Goldorange, sondern hast wirklich. Mensch, der Mann bringt ein Goldbatzen daher. So kommt er laut her. Ja? Also die ganze Zeit? Ja. Im dunklen Laub die Goldorangen glühen. Jawohl, und jetzt in dem Glühen, da kann man jetzt noch die. Also erstmal ist es heiß, aber das ist auch ein bisschen sauer. Also die Orange, obwohl sie schon süß ist, aber glühen. Ja, das schmeckt man ein bisschen. Probier nochmal und nochmal versuche dieses Au. Au. Machen wir ein paar Mal Au. Und ganz auch so, wie wir es geübt haben. Au. 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 Ja, und jetzt tun wir das liebevolle L drüber. Laub. 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 Sehr schön. Und jetzt hast du schon gespürt, also ich jedenfalls, dass man, wenn man so in so einem Garten ist und im Sommer und diese großen Blätter sind, ja, man sitzt da und man guckt da so rein und das krass, jetzt kam das toll raus. Laub. Ich merke es auch. Das ist diese Hülle. Das kommt so. Du erlebst das Laub wirklich. Ja. Also nochmal. Im dunklen Laub. Ja. Im dunklen Laub die Goldorangen glühen. Ja, ganz gut, ganz gut. Aber jetzt kommt natürlich wirklich etwas, weil wir jetzt so formen im Köschle, ja, dass natürlich jetzt ja nicht das so kommt, sondern immer aus dem. Verstehst du? Im dunklen Laub die Goldorangen glühen. Also schön, es ging runter und so die Sprache raus, ja? Im dunklen Laub die Goldorangen glühen. Ja, jetzt nächstes. Ein sanfter Wind. Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht. Ja, ganz schön interessant, wie der Goethe das baut. Jetzt hat er wieder das auch. Ja? Erst das Laub und jetzt kommt das, vom blauen Himmel weht. Also er badet sich sozusagen nur in Vokalität. Und jetzt versucht mal rauszukriegen, was das ist. Ei, Vokal, gell?
Au, ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht. Und jetzt haben wir da die Lippenlaute. Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht. Okay. Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht. Ja, und jetzt versuchen wir dieses sanft. Ein nur das Wort. Nur das Wort. Sanfter Wind. Nee, nur das Wort sanft. Sanft. Ja, dass man jetzt spürt, was ist denn sanft? Das ist sanft. Das ist so, verstehst du, so ganz drüber weg? Du musst das F. Ja, klar, sanft. Und dann kommt es raus. Jetzt ganz sanft. Ja, probieren. Sanft. Ja, ja. Und jetzt ist nicht ein sanfter Hand oder so, sondern jetzt probieren wir, also schön, das Diphthong, ein sanfter Wind, nur bis dahin. Ein sanfter Wind, ein sanfter Wind. Ja, und jetzt versucht man, das so zu erleben. Das Kind ist wieder vor. Ja, voll. Jetzt versucht es mal so zu erleben, dass du selber da stehst, verstehst? Oh, toll. Der dieses Laub und der die Zitrone. Oh, jetzt kommt es. Oh, toll. Und in dem Ei kommt es sozusagen her. Oh, toll. Ein sanfter Wind. Und wo kommt er her? Vom blauen Himmel weht. Also das eine ist mehr hier und das andere ist da. Ja? Aber in dem Ei, da stehst du drinnen. Ja. Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht. Ja, ganz schön. Und jetzt versuchen wir das Wort Himmel. Das ist schwer. Probieren wir mal erstmal diese wunderbare Hahnerin. Himmel. Probieren wir. Himmel. Das heißt, das H ist der tollste Laut, den es gibt. Das ist der geistigste Laut, den du sagst, hoch. Mach mal. Hoch. Das macht, ein Affe macht nicht hoch. Der sagt oben, aber der Mensch erlebt hoch. Probier. Hoch. Aber genauso nach unten. Hölle. Hölle. Ja, aber mehr H. Hölle, richtig tief. Hölle. Ja. Und jetzt Himmel. Himmel. Das heißt, du baust mit dem H die Entfernung von hier nach oben. Und dann kommt und dann kommt und jetzt will ich da Du musst nachhaken. Das H ist für dich so da diese Amplitude von oben und unten, dieser Luftraum, der dadurch gemessen wird. Oder? Ja, und das H hat eben noch wahnsinnig toll, du sagst Herz. Und ich sage, herrlich, ja, also lauter Worte, die absolut mit dem Lebensprozess des Menschen zu tun haben. Natürlich hat ein Tier auch ein Herz, ganz klar, aber mit dem Herz, ich weiß, das kann ich nicht beurteilen, wie weit die Tiere mit ihrem Herz fühlen, aber der Mensch fühlt ja so aus dieser Mitte, ja, und ist schon richtig, meine, mit einer Amplitude, ja, das geht also, immer, ja, Herr, mach mal, Herz. Herz. Ja, und du kannst noch mehr haben. Herz. Herz. So war es, richtig Holzherz. Vorher war nur Lebkuchenherz. Ja. So, gut. Okay. Heidemünde kurz. Das nächste Mal, denke ich mal, geht es um Strophe Nummer 2. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Ja, genau.